In unserer heutigen Edo-Story plaudern wir mit NMS-Direktor Erwin Bindreiter. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, Herr Bindreiter. Gerne. Herr Bindreiter, Ihre Schule ist eine von 4 Schulen in Oberösterreich, die über das Projekt Lift mit Tablets ausgestattet wurde. Wie ist es Ihnen denn ergangen, den plötzlichen Umstieg auf das Homeschooling zu meistern? Ja, ich muss sagen, ich habe den Eindruck, es ist gut gelungen, denn das digitale Lernen hat in unserer Schule eben einen guten Stellenwert. Es sind wirklich alle Schüler von der ersten Klasse an den Umgang mit Lernplattformen gewohnt, mit digitalen Tools auch gewohnt, zwar nicht in allen Fächern, aber sie haben auf jeden Fall Kontakt und es wird der digitalen Bildung von der ersten Klasse an schon Raum und Zeit gegeben in unserer Schule. Verwenden denn alle Kollegen die gleichen Werkzeuge oder müssen sich die Schüler dann in jedem Fach mit einem anderen Tool oder anderen Plattformen beschäftigen? Na, jetzt in dieser außergewöhnlichen Situation haben wir eine einheitliche Plattform. Bei uns läuft die Plattform Eduvidual, wo wirklich alle Kollegen ihre Arbeitsaufträge hineinstellen, bereitstellen. Zusätzlich kennen aber die Schüler auch aus dem alltäglichen Unterricht noch weitere Tools wie SQL, Betamax in Mathematik oder natürlich auch im Fremdsprachenbereich werden verschiedenste Tools eingesetzt. Ich möchte nur dazu sagen, die Qualität wird auf jeden Fall gehoben, wenn es aber jetzt in dieser außergewöhnlichen Situation neben der Plattform dann immer noch zu einem Austausch, zu einem direkten Austausch zwischen Schüler und Lehrer kommt oder auch zu den Eltern, zu einem Feedback, dass der Lehrer etwas zurückschreibt oder die Schüler dann wieder Feedback geben, dann steigt auf jeden Fall die Qualität. Okay. Und wie wirkt sich denn jetzt allgemein die Schulschließung auf Ihre Schule aus? Also wenn man jetzt das auch hinsichtlich Tests, Prüfungen und Schularbeiten sieht. Ja, natürlich, es ist eine außergewöhnliche Situation und es hängt, denke ich, einmal davon ab, wie lange es noch dauern wird. Natürlich ist jetzt anzunehmen, dass mit Ostern sicher nicht Schluss sein wird, dass wir länger noch mit diesem Distance Learning leben müssen und leben werden. Es gibt aber das Schulunterrichtsgesetz, gibt eigentlich ganz klare Regelungen vor. Es kann beispielsweise auch mit nur einer Schularbeit im zweiten Semester aus Langen gefunden werden. Es können bei einer Schularbeit eventuell auch nur Teilgebiete abgeprüft werden und so weiter. Ich denke, das Wichtigste ist bei der Leistungsbeurteilung, das kommuniziere ich auch immer wieder meinen Lehrern, ein Umgang mit Augenmaß. Und ein Satz vielleicht noch dazu. Es wird wegen der Corona-Krise sicher in unserer Schule kein Schüler negativ beurteilt werden. Okay. Und wie vernetzen Sie sich eigentlich mit Ihren Kollegen untereinander? Gibt es da auch ein spezielles Tool, das Sie nutzen oder klassisch über Handy und Telefon? Ich als Schulleiter kommuniziere mit den Lehrern natürlich per Mail. Sie kriegen alle paar Tage ein Mail. Viel natürlich am Telefon oder natürlich am Handy. Ich habe auch meinen Lehrern geschrieben, ich freue mich, wenn ich viel von ihnen höre. Ich habe heute den Vormittag großteils mit Telefonaten mit Kollegen und Kolleginnen verbracht. Nicht, weil es Probleme gibt, aber einfach, um ihnen zu zeigen, dass ich für sie da bin. Weil Kommunikation ist gerade in dieser Krise einfach ganz was Wesentliches, dass Leute jemand haben zum Reden. Und ich merke aber auch noch, dass die Lehrer miteinander ganz, ganz viel kommunizieren. Eher auf verschiedensten Wegen, natürlich am meisten natürlich per Handy. Das hat auf jeden Fall stark zugenommen. Okay, ja, das denke ich mir. Glauben Sie denn, dass sich das Lernen nach der Corona-Krise mit den Tablets bzw. das digitale Lernen jetzt mehr durchsetzen wird dann an den Schulen zukünftig? Das denke ich sicher. Wie gesagt, in unserer Schule, wir sind ja auch Digi-NMS, wir waren da hier schon auf einem sehr weiten Weg oder sehr weit fortgeschritten. Die Schüler der dritten Klasse, die sind ja unsere Tablet-Klassen, die haben ganz bestimmt und nachweislich jetzt auch wirklich höhere Kompetenzen, was jetzt auch das Zurückschicken zum Beispiel von Lernprodukten anbelangt.
oder auch wie sie mit Tools und mit Präsentationen umgehen. Sie können selbst Präsentationen erstellen, bis hin, dass manche Schüler selber kleine Videos erstellen können. Und für die Lehrer, glaube ich, ist das jetzt auch eine Chance, beziehungsweise ich sehe es bei meinen so, die jetzt wirklich auch aufspringen, noch mehr aufspringen, auch jene, die einfach noch weiter entfernt waren, durch die Krise jetzt aufspringen auf diesen digitalen Zug, wo ich sagen muss, es geschieht jetzt in diesen Wochen, jetzt haben wir mal 2 Wochen, auf jeden Fall auch Schul- und Unterrichtsentwicklung gezwungen und passen, hat das jetzt auch etwas Positives. Das denke ich mir. Können Sie sich dann vorstellen, dass eine Art Homeschooling auch dann nach der Krise öfters eingesetzt wird oder das Distance Learning oder es dann schon noch zu einem geregelten Schulablauf kommen soll? Ja, ich denke, wir sind in der Pflichtschule der Mittelschule, sprich die 10- bis 14-Jährigen, es wirklich gibt es nur für mich, also nur die eine Möglichkeit, Schule vor Ort, wo der Lehrer noch als Bezugsperson da ist. Im Oberstufenbereich und natürlich im universitären Bereich wird sich das sicher noch mehr durchsetzen, ganz bestimmt. Aber im Pflichtschulbereich, wo wir auch vor allem die ganze Bandbreite haben an Schülern, auch Schüler, die einen Förderbedarf haben, die wirklich spezielle, individuelle Förderung brauchen, da ist die Arbeit und die Anwesenheit des Lehrers unabkömmlich. Und die Beziehung zum Lehrer wird unabkömmlich. Jetzt haben Sie vorhin ja schon kurz angesprochen, dass Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in regen Austausch stehen. Gibt es denn zum Schluss jetzt noch eine ganz persönliche Botschaft, die Sie Ihren Kolleginnen, aber auch den Schülern mit auf den Weg geben möchten? Ja, die erste Botschaft ist ein großes Dankeschön. Danke allen Schulpartnern für den großartigen Einsatz. Da möchte ich an erster Stelle beginnen bei den Eltern. Ich weiß wirklich, die Eltern leisten momentan ganz, ganz viel. Sie haben Sorge vielleicht wegen ihrem Arbeitsplatz, wegen Arbeitskürzung, wegen vielleicht Entlassungen und so weiter. Und das bekomme ich immer wieder jeden Tag von meinen Lehrern rückgemeldet. Die Eltern leisten ganz viel und sind im Einsatz beim Lernen dabei. Danke an die Eltern. Das Gleiche, den Dank möchte ich auch sprechen für die Schüler und Lehrer. Das bekomme ich jeden Tag mit, die da wirklich jetzt fleißig sind. Ja, eine Botschaft. Ich wünsche allen einfach Gesundheit, dass wir alle einfach gesund bleiben. Ich wünsche allen, dass uns nicht eine Angst ansteckt, denn Angst ist etwas Lähmendes und bringt uns schon gar nicht in einer Krise weiter und lässt uns nicht gut in die Zukunft blicken. Und ja, ein Wunsch, eine Vision von mir noch, ja, ich denke, das wird sich vielleicht manches realisieren lassen, nach der Krise das Leben wieder bewusster wahrzunehmen, dass wir selbst nicht alles mehr so selbstverständlich nehmen und wir vielleicht ein bisschen bewusster mit unserer Mutter Erde umgehen, auf alles, was auf der Erde lebt, Mensch, Tier und Schöpfung, einfach bewusster achten, dann hat vielleicht diese Krise auch einen Sinn gehabt, wenn wir in der Basis beginnen, auch vielleicht unser Verhalten ein wenig zu ändern. Herr Bindreiter, vielen Dank für diese sehr schönen Abschlussworte. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Es hat mich gefreut, dass Sie mich als Gesprächspartner ausgesucht haben. Danke. Danke, sehr schön. Und falls Sie jetzt noch auf den Geschmack gekommen sind, sich Tipps für den Einsatz von Tablets zu holen oder sich generell über das Projekt LIFT zu informieren, dann klicken Sie doch bitte einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Dankeschön.